Oh, passt da noch einer hin? Ja, ja, aber wenn er so weit oben ist. Ich weiß es nicht. Tobi, passe ich noch oben hin? Passe ich noch da oben rauf? Ja, du musst sogar den entscheiden. Ja, vielleicht gehe ich dann da direkt rein. Ja, dann gehe ich da hin. Oder magst du mir vielleicht noch ein bisschen hochziehen? Wenn es geht. Tobi, wie schaut es mit den Bischan-Leuten aus? Wollt ihr die? Ja, genau, weil hier. Die sind gleich fertig. Weißt, dann kann ich die Leine ein bisschen. Ja, danke. Und jetzt auch auf der rechten Seite noch ein bisschen. Weißt, dann kann ich Leinen sortieren. Ja, perfekt, danke, danke, passt. Jetzt ziehe ich noch in Bananenform. Vielleicht, wenn ihr aufbaut, geht es lieber weiter runter. Dann haben die drei oben, oder die zwei nächsten. Bisschen mehr Luft hier oben. Da auf, genau an der Stelle wird es immer ein bisschen ruppig, da würde ich nicht die Bremsen loslassen. Entweder eigentlich dann, wenn ich draußen bin und es ruhig ist, aber nicht beim über die Bäume fliegen. Raphael, weiß-blauer Mana, der Flo gerade gestartet für dich. Ja, Flo, alles klar.
Gut, Flo, dann erstmal rausfliegen Richtung Landeplatz. Also die Mitte vom Landeplatz bitte anpeilen. Wir haben Rechtslandewolte, es ist ganz klassisch ein Ost-Südostwind hier unten, klassischer Talwind für später für die Landung. Genau, fliegt noch ein Stück raus. Wir legen später dann mit dem Achter los, ich melde mich dann. Vor der fliegt noch eine Achter gerade. Wenn der ein bisschen weg ist, muss auf den aufpassen. Also fliegt über dem, so wie es ausschaut. Gut, so, dann suchst du dir gleich mal eine Achse, einen Teilpunkt am Horizont. Wenn du kein Problem mit dem Pilot unter dir hast von der Höhe her, dann darfst du dann mal selbstständig loslegen mit einem Achterflieg. Also sauber geflogen, gell? Ich hatte so ein bisschen der Seiten mit rausgeschoben, so aus der Achse, aber das ist ja wurscht, beide Kreise genau geschlossen. Wir fliegen gleich noch ein Lichtfest davor, bitte 45 Grad nach links korrigieren. Genau, und geradeaus wieder. Auf der Achse fangen wir gleich mal mit einem vernünftigen Nicken an, 40% vom Steuerweg, anbremsen und halten. Anbremsen, halten. Anbremsen, links ein Tick mehr, halten, verglühen. Nächstes Mal stoppen wir. Anbremsen, halten, verglühen, stoppen. Punkt, check mir, Max, du hörst mich. Ja, sehr geil. Ich weiß nicht, ob es Mechanik war. Ich hatte ein bisschen aus der Achse rausgelegt, gell? Gut, so, Manöver sind schon beendet, selbstständige Landeinteilung. Rechtslande wollte, ordnet sich einfach über den anderen Skywalk-Schirm ein. Auch weil jetzt kommt gleich da draußen die Bäume dann irgendwann von links wahrscheinlich der Wind rein. Als dann, da verschiebt sich das so ein bisschen. Alberorsch und Romana, der Max in der Luft für dich, Raphael. Max unterwegs, alles klar. Ich melde mich dann bei dir. Okay.
Gut, Max, du kannst ja schon mal eine Achse suchen für deinen Achter, einen Teilpunkt. Darfst dann gleich selbstständig loslegen mit dem Achter fliegen. Ich schau erstmal zu. Genau, blauer Bolero. Schauen wir an, gleichzeitig anbremsen und halten. So, Karl, du hörst mich über Funk? Karl. Wie? Karl. Anbremsen. Okay, ich habe Klaus verstanden. Okay, ich höre dich. Ich kann das nicht so. Karl. Nein, passt. Anbremsen. So, Karl, wenn es für dich passt, aufziehen, frei. Halten. Passt, ich glaube. Beim nächsten Mal stoppen wir. Anbremsen, halten, ja, wenn du merkst, dann überhol dich noch, muss ich noch mal einen dicken Bremsen. Wenn wir aufgehen mit den weniger Impuls, dann steigt er gar nicht so stark, dann brauchen wir auch nicht so viel Bremse. Das wird schon schön gemacht. Rechte nach oben geben. Gut, rechte gleich Zentimeter, dann probieren wir wieder.
Ja, ja. Also an die Hecke da hinten. Anbremsen und halten. Okay. 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 Und lösen. Das geht schneller. Anbremsen und halten. Schnell. Anbremsen, halten. Dann kriegst du voll. Anbremsen, halten. Das ist gut. Anbremsen, halten. Ja.